Hey Leute, was geht ab? Hier ist euer Lil Polars mit einem neuen Video für euch heute, Leute. Und zwar reagiere ich heute mal auf ganz wen anders, und zwar auf einfach Laura. Wenn ihr schon mal nichts mehr verpassen wollt, gerne Abo-Button und Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Gerne noch einen Daumen nach unten da lassen, Leute, würde mich ebenso freuen. Ich klaue Standard-Skills 40.000 Euro Ferrari. Oha. Was Laura da gemacht hat, ist die Frage. Ich reagiere zwar das erste Mal auf sie, aber ich habe schon mal ein Video von ihr gesehen, nur damit ihr Bescheid wisst. Bin ich wieder eure Laura und heute habe ich mein Handy ausgeschaltet, damit wir jetzt endlich in den Zoo fahren können, Leute. Jetzt kann wirklich, wirklich nichts mehr schief gehen und wir können endlich in den Zoo fahren. Ich träume ja schon seit Wochen von und immer wurden wir unterbrochen. Ihr erinnert euch wahrscheinlich, wir wurden immer direkt am Anfang angerufen und von irgendwelchen Leuten belästigt und gesagt bekommen, wir sollen irgendwas machen und so weiter. Die Welt retten, Arbeit und was nicht noch alles und deswegen gehen wir jetzt runter. Und fahren jetzt endlich zum Zoo. Oh ja, läuft. Vergesst, ich habe auch das Auto von iCrimex wieder. Ja, das mag der Herr hier auch. Das Auto von iCrimex konnte ich wieder beschaffen. Und damit können wir jetzt erstmal zum Zoo fahren. Dann sind wir auch schnell unterwegs. Hallo, das sind meine Nachbarn, Leute. Die stehen hier den ganzen Tag. Ich weiß gar nicht, was die zu tun haben. Was arbeiten die denn? Gut, schauen wir mal. Das Auto von... Hä? Wo ist mein Auto denn hin? Das Auto von iCrimex ist weg. Und hier steht Stani. Hä? Wird mein Auto geklaut? Leute, ich glaube, Standard Skill hat mein Auto geklaut. Das Auto von iCrimex. Was soll das denn? Ich habe das doch erst wieder für ihn geschafft. Oh Mann, ey. Och Mann, ich glaube, wir fahren mal hin zu Stunny Performance und schauen uns da mal um. So, ich rufe jetzt erstmal ein Taxi an, weil sonst kommen wir hier gar nicht weg. Hallo? Hallo, mein Name ist Igor. Was kracht für die Tür? Ja, hallo, ich bräuchte ein Taxi am Eclipse Tower. Ja. Hier bei mir zu Hause. Am Kitzel Tower. Eclipse Tower. Ach, okay, erkenne ich. Fahren Sie vorsichtig, ja? Bis gleich. Oh ja, ich komme, tschüss. Okay, Leute, wir holen uns jetzt ein Taxi und dann fahren wir zu Stani Performance und schauen, ob da unser Auto steht, weil das Auto von iCrimex haben wir schon so lange geklaut und das wisst ihr vielleicht nicht, aber wenn man ein Auto so lange besitzt, dann gehört es einem wirklich irgendwann, wenn man das so lange behalten kann. Deswegen fahren wir da jetzt hin. Oha, was ist denn das für ein Taxi? Tja, Laura, dann hättest du das halt einfach nicht vor der Haustür stehen lassen sollen und zwar in die Tiefgarage fahren, so wie jeder normale Mensch auch. Taxi. Hallo, oh Gott, Taxiunternehmen, wie fahren Sie denn? Das ist ja völlig kaputt, Igor, das Taxi. Macht den Job für dich. Oh, ja, ich will nur zu Stani Performance. Kein Problem, vielen Dank. Hast du gezahlt? Ey, du musst zahlen. Ja, ich zahle gerne, kein Problem, ich bin reich. Okay, gut. Igor macht schon seit 3 Stunden. Seit 3 Stunden fahren Sie schon Taxi, okay? Ach, das ist doch groß. Nee, nicht hauffahren, Sie dürfen nicht hauf. Lassen Sie mich einfach. Aua, okay, Entschuldigung, du musst verzahlen, oh, Babe. Zahlen. Ja, was kostet das? Neuer Auto, alles kaputt. Was? 80.000 da. Ja, hier nehmen Sie das Geld danke, ja, gute Frau. Nötig, ne? So, Leute, hier ist Stani Performance. Ihr kennt das wahrscheinlich alle schon besser als ich, Leute, mit dem langen Wheel hier hinten. Das ist ja richtig heftig. Durchaus. Das können wir auch mal ausprobieren, die Tage. Aber wir müssen jetzt das Auto von iCrimex finden. Und ist Stani vielleicht da? Da müssen wir jetzt aufpassen. So, Leute, jetzt schauen wir mal. Ich meine, wir sind ja im Grunde eigentlich noch Mitarbeiterin hier bei Stani Performance. Wir haben ja auch hier schon viel gearbeitet. Aber wo ist denn der Wagen? Ich glaube, der hat den gar nicht geklaut. Kann das sein? Dann hat ihn jemand anderes geklaut. Wenn ich sehe den Wagen, finde Max gar nicht. Doch, hier. Leute, da ist der Wagen. Oh Mann, Stani hat uns wirklich den Wagen geklaut. Oh Mann. Wollen wir den jetzt zurückklauen? Wir können auch einfach diese 40 Millionen Dollar Wagen hier klauen. Das ist nämlich Stanis Lieblingsauto. Ist aber abgeschlossen. Oh Mann, okay. Ich muss mir jetzt einen Plan überlegen, wie wir den jetzt am besten klauen. Wir müssen sicherlich am besten mit einem Anhänger hierher kommen und den Wagen einfach aufschieben, abgeschlossen. Und ich kenne eigentlich nur eine Person mit einem Anhänger und einem LKW, und das ist Lofty, Leute. Deswegen rufen wir jetzt erstmal Lofty an. Oha, Lofty reingezogen. Hey, Laura, wie geht's dir? Hi, Lofty, hallo. Moin. Kannst du mir vielleicht helfen? Ich habe da so eine kleine Sache. Was für eine Sache? Stani hat mein Auto geklaut und ich würde jetzt halt sein teuerstes Auto klauen und das verkaufen. Oha, also brauchst du meinen Anhänger oder was? Ja, genau, dein Anhänger und dich auch. Na, du musst mir helfen, den Wagen da aufzuschieben. Ich kann das nicht. Ja, kein Problem, kriegen wir hin, Laura. Ich habe mit Stani sowieso noch eine Rechnung offen. Boah. Haha, sehr gut. Okay, dann machen wir das. Bis gleich. Ich komme zu dir, ja? Alles klar. Gut. Oh, Leute, das klappt ja richtig gut. Ich rufe jetzt nochmal den Taxifahrer Igor an und schaue, ob er mich zu Lofty hochfahren kann, weil das müssen wir alles noch klären. Am Telefon kann man das alles gar nicht so gut klären, immer in Person. So, ich rufe jetzt nochmal den Taxifahrer an. Hallo, wer sind Sie? Ach, guten Tag. Ist das das Taxiunternehmen von Igor? Der arbeitet nicht mehr hier. Achso, ich brauche ein Taxi. Ich bin mal Stani Performance. Okay, ich komm.
Bis gleich. Hör ganz komisch. Hey Leute, jetzt warten wir mal aufs Taxi. Leute, schaut mal, was ist das denn? Wow, wow, wow. Hallo, hier ist Ihr Taxifahrer. Also ich habe beim letzten Mal dem Igor 80.000 Dollar gegeben, dass er ein neues Auto kauft. Und was hat er damit gemacht mit dem... Ach Leute, schaut mal hier den Reifen an. Der ist weggegangen. Der arbeitet bei uns. Ja, okay, ich will jetzt einfach nur schnell zu Loft die Import-Bikes oben hoch. Nee, so weit fahren wir nicht. Wie weit fahren Sie denn? Ja, bis zur Tankstelle. Okay, warten Sie ganz kurz, ja? Ja. So, wie weit fahren Sie denn? Bis zur Lofti. Ach genau, bis zur Lofti fahren Sie am weitesten. Ja, genau. Ja, da hört doch der Waffe drauf. Fahren Sie ein. Klar. So, gewohnt staubig hier oben. Ja. Gut, was kostet mich die Fahrt denn? Das war ja doch jetzt schon relativ 300.000. weit. 300.000. Ach, 300.000, ja, okay. Ich steig da mal aus. So, ich hole das Geld eben, warten Sie kurz, ja? So Leute, wir werden nämlich gar nichts bezahlen. Das sind ja voll die Betrüger. Ich werde ihn jetzt gleich irgendwie abknallen oder so. Lauf die. Ey, dieser Taxifahrer, der will mich abziehen, glaube ich. Der will 300.000 für die Fahrt. Das Auto hat er voll kaputt gemacht. Hey, von Stanley Performance hierher 300.000? Ja, eben. Warte, ich glaube, das klären wir mal kurz. Ja, hau die mal. Wieso haben Sie denn eine Waffe? Bleiben Sie mal stehen, Sie Abzocker. Stehen bleiben! Ich hab Informationen, wenn Sie wollen. 300.000, Sie kriegen gar nichts um Ihre Information. Was wissen Sie denn? Straßennamen oder Igor, was? Igor, weiter sage ich nicht. Ja, komm. Jawohl, so. Oha, Leute, was war das denn? Oh mein Gott, der ist riesig weggeflogen. Okay, egal. Das ist irgendein Taxifahrer. Lofti? Ja, bitte. Also, ich bin heute Morgen aufgestanden. Ich wollte zum Zoo fahren. Oha. Und dann hat einfach Stani hat mein iCrimex Lamborghini geklaut, den blauen. Ne. Doch, und deswegen fahren wir dahin und klauen seinen 40 Millionen Dollar Ferrari. Alles klar, gar kein Problem. Ich hole den Wagen. Okay. So, Leute. Oha, okay. Boah, was ist das denn für ein riesen LKW? Der ist dann nochmal größer als der von Stani, weil Stani hat vorne nämlich so einen komischen LKW, der so platt ist und läuft jetzt so einen richtigen LKW. Und damit fahren wir zu Stani Performance und klauen das 40 Millionen Dollar Auto, Leute. Let's go. Boah. So, Lofti, lass uns erstmal so reingehen und gucken, ob da Mitarbeiter sind und wie wir das machen, ja? Ihr steigt immer aus, ich fahr schon mal rein. So, Leute, wir gehen jetzt rein und schauen uns da mal. Okay, war gerade ein Leck bei ihr. Lofti, komm nach, ja? Ja, ja. Da müsst ihr jetzt nämlich einen Plan überlegen. Leute, das ist doch das Auto von Cornelius. Der war jetzt ein paar Tage vermisst und ich glaube, dass Stani damit auch was zu tun hat. Okay, Lofti, sehr unauffällig natürlich hier. Ich schau mir das nochmal an. Mit dem Blütehanden, das macht er sehr gut, ne? Also kaum Aufmerksamkeit sieht er da aus, ich glaube. Nein, der soll hier nicht reinfahren. Wir müssen noch, wissen noch gar nicht, wo wir das Auto... Lofti! Ja! Ey, komm erstmal so rein. Nein. Einfach so, wir müssen noch erstmal gucken. Ich glaube, den kriegen wir da gar nicht raus, den Wagen. Ja, egal, dann komm rein. So, hallo. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Ey, seit wann arbeitet der denn hier? Den kenne ich gar hallo. Nicht. Hallo? Ja? Arbeiten Sie hier oder sind Sie ein Kunde? Ja, ich bin von Stern Performance und neuer Mitarbeiter des Monats. Hallo. Ach so, okay. Kann ich Ihnen helfen? Ja, wir wollen uns hier nur Autos anschauen eigentlich. Ja. Umschauen. Können Sie machen. Weil wir kaufen vielleicht das auch, ist ein Lamborghini Performante und das ja, hier okay. ein Grotti und das hier ein Rolls Royce. Auf die kommen wir mit, da hinten. Und alle Autos haben vier Räder, wissen Sie das? So, das ist ach, unser tollstes das Auto. Das ist ja von iCrimex, der Lamborghini, ja, oder so? Ja, ja. Und das Oha. Ist das tollste hier, da sind wir sehr stolz das drauf, ja. Wie teuer ist der? Der kostet 40 Millionen, ja. 40 Millionen, okay. Ja, dürfte ich mich kurz mit meinem Kollegen hier einmal noch absprechen? Ja, sehr gerne, ich muss nur was erledigen. Ey, Lofti, ich sag dir ehrlich, guck mal, das ist das Auto, das er geklaut hat. Und rechts ist das 40 Millionen Dollar Ferrari-Auto und das klauen wir. Und das steht direkt hinter der Tür. Ah, fahr doch einfach hinter die Tür und dann schiebe ich... Ja, ich schiebe das Auto raus. Du machst dann schon die Ampel und alles hin. Und dann schieben wir das einfach raus und fahren weg. Ja, perfekt. Machen wir so, oder? Ja, sehr schön. Soll ich den ablenken? Ja. Fahr mal mit deinem Wagen davor, vor das Tor, ja? Oh, ich muss ganz schnell pinkeln. Ich benutze mal die Toilette. Jetzt, ja, wir machen die. Okay. So, und hast du schon überlegt, das Auto zu kaufen? Ja, das Auto interessiert mich wirklich sehr. Ja, das ist nicht so teuer, kostet nur 5.000 Dollar. 5.000, okay. Ja, können Sie mitnehmen. Und wie viel PS hat das Auto? Ist das auch richtig schnell? Ja, der hat 700 PS. 700 PS, okay. Ja, genau. Das ist heute halt viel. Oh, warten Sie mal, ich hätte angerufen. Hallo? Ja, ich stehe mit dem LKW schon ready. Komm, beeil dich. Ah, okay, interessant. Wo bist du denn? Genau, vorm Tor. Komm schnell raus. Ah, cool, okay. Ja, das Auto kaufe ich dann wahrscheinlich. Okay, ciao. Ja, kaufe ich sie. Ja. Sehr gut, ja. Ich hätte dann nochmal... Okay, ja, Leute, wir lenken den jetzt ab hier, den Verkäufer. Und vielleicht kann Lofti dann im Hintergrund das Auto da hochschieben oder so. Schauen wir mal. Ja, dann kommen Sie bitte mit.
Papiere machen. Ja, ich hab noch ein, zwei Fragen. Kommen Sie nochmal ganz kurz? Ja, gerne, war schön. Ja, und seit wann arbeiten Sie hier? Also ich arbeite schon seit 3 Tagen hier. Ich bin sehr stolz auf meinen Job, weil Standard ein sehr guter Arbeitgeber ist, ja? Er macht einen sehr guten Job. Leute, schaut mal, steht das Auto gerade raus und hinten auf den Anhänger, das klappt ja richtig gut. Also ich hab was vergessen, mein Stift, den muss ich kurz holen, ja? Ja, wo ist Ihr Stift denn? Hinter mir, ich weiß aber nicht. Aber nicht hier mit dem Gespräch aufhören, weil sie sind sehr schön, wissen Sie? Ja, kommen Sie nochmal mit, nochmal hier lang ans Kreuz. Ja, gerne, gerne. Können Sie genau da einmal warten? Ich hole das Geld für den Wagen, ja? Warten Sie, warum bleiben Sie genau da mal stehen, hier? Okay, ich warte, warten ja. Warten Sie mal ganz kurz. Und Leute, wir schauen jetzt schnell. Oha, halt den Wagen. Oha, Vorsicht, Lofty, der kostet 40 Millionen, vorsichtig! Ey! Hast du ihn festgemacht? Er ist jetzt fest, Fahrzeug ist fest. Ja, okay. Dann lass uns abhauen. Boah, Leute, wir haben Stanis 40 Millionen Dollar Auto geklaut und das ganz ohne Gewalt. Wir mussten nicht mal jemanden abschießen oder so. Lofty, jetzt komm. Ja, dann fahr ich. Mann, ey, bleib einfach sitzen, das ist auch sicher. So, Leute, wir haben das Auto. Bleib stehen, ey, das 40 Millionen Auto. Bleib bitte stehen, ey. Los. Ey, nein! So! Sie bleiben stehen hier! Ich ruf die Polizei an! Ich ruf die Polizei! Das schreit mir nein, nicht! Nein, nicht! Oha! Oh mein Gott, Lofty, du hast ihn abgeschossen! Er hat gestört, der musste weg, der Typ! Lofty, du hast ihn abgeschossen einfach! Er hat nur eine Fleischwunde, alles gut, er überlebt das. Oh Mann, ey! Egal, solange das Auto heil ist, wo fahren wir denn jetzt hin? Nicht, dass wir verfolgt werden von der Polizei. Er hat gesagt, er ruft die Polizei an. Nicht schlimm, wir fahren ganz locker zu mir. Der überschläft erstmal eine Stunde. So, Lofty, was ist denn hier? Hier ist irgendwie ein Stau auf der Autobahn. Oh, nee, das kann nicht wahr sein. Immer oh, dann. Oh Mann, ey. Ja, Feierabendverkehr oder so. Die wollen jetzt alle nach Hause. Oh Mann, ey. Da vorne. Nächsten. Oh nein, das ist. Ey, Lofty, das ist eine Polizeikontrolle. Oh, nicht gut, nicht gut. Jo, ich hoffe, die ziehen alles uns nicht gut, raus. Den nächsten. Ganz unauffällig verhalten. Nein. So, sehen Sie noch aus. Hallo, LSPD. Hallo, moin moin. Ja, hallo. Einmal da ranfahren, bitte, ne? Ja. Jo, perfekt. Oh, ey, Lofty, was machen Auto wir jetzt? Ja, sehr schön. Gib ihm einfach Papiere, sag, du hast eine Auftragsfahrt. Okay. So. Hallo, ach, ne, guten ne Dame, Tag. Ne? Genau, einmal bitte Papiere fürs Auto, ne? Genau, also ich arbeite bei Stani Performance und wir machen da quasi eine Überführung. Ach, sagse, das ist ja krass, genau. Du. Und das macht ja Spaß. Ich hole die Papiere eben aus. Ja. Ja, ich hole die Papiere aus dem Auto eben. Ja, genau. Jo. So, ich schaue eben, Moment. Wir. Leute, wir haben keine Papiere, wir müssen jetzt einfach wegfahren. Ja, wir können ihm ja nicht zeigen, was wir Ferrari gesucht, was? Was, Ferrari gesucht? Roter? Ey. Was, auf dem Anhänger? So, hallo, ey, bleib mir stehen, ey. Nein, au, oh, ey. Stehen bleiben. Wir können nicht stehen bleiben, niemals. Wir müssen fahren. Lofty, ist alles gut bei dir? Alles gut, du bist viel zu langsam, Mann. Oh Mann, ja egal, die verfolgen uns, glaube ich, gar nicht, oder? Wir müssen jetzt schauen. Doch, ey, wir müssen Gott, schnell. Kommen ganz viele. Oh nein, Leute, was machen wir denn jetzt? Ich koppel mich ab und ich fahr zur Werkstatt. Nein, warte noch. Oh mein stehen Gott, bleiben, hier ist die Polizei. Ja, bleiben okay, Sie ich stehen. Da sitzt ja jemand drin im Auto. Lofty, fahr weg mit dem Auto. Oh mein Gott. Lofty. Soll ich hinterher dem LKW? Los, stehen bleiben. Bleiben Sie okay, stehen. Lofty hat den Wagen sicher, aber ich kann nichts machen. Ich hab schon platte Reifen, Leute. Schaut mal. Sofort stehen bleiben oder wir öffnen das Feuer. Nein, bitte. Ey, Leute, ich kann nichts machen. Ich muss mich ergeben. Ich will nicht wieder eine Mädchen. Reicht jetzt. Stehen bleiben. Oh nein, mein Auto. Ey. Kommen Sie mit der Mann, oberen Hände raus. Ja, okay. Sie haben mich gefangen. So, wo ist Ihr Komplize? Ich hab keinen Komplizen. Da war hier doch jemand mit dem Auto. Oh Mann, ey. Los mitkommen, einsteigen. Ist Lofty da irgendwo? Kann er mich abholen? Der ist, glaube ich, weg. Ey, Lofty hat mich einfach im Stich gelassen, Leute. Einsteigen. Oha, was? Oh Mann. Muss ich ins Gefängnis? Was glauben Sie denn? Zum Kindergarten? Oh Natürlich Mann, ins Gefängnis. Ey, ich war schon so oft im Gefängnis drin gewesen. Komm aber ins Mädchengefängnis. Oh Mann, ey. So, ab nach Los Santos. Oh Mann, Leute, schaut mal, hier waren wir schon so oft. So. Wo fährt ihr denn hin? Okay. Aussteigen. Ja, okay, ich steige schon aus. Ich will jetzt alle Informationen von dir haben. Bleib mal stehen, alle Informationen. Ja, was Lord, wollen Sie wissen? Wer bist du und welche Komplizen hast du? Ich heiße Laura, ich habe keine Komplizen. Aha, was war das für ein Mann da?
Ich weiß nicht, wen Sie meinen. Ich habe das nicht gesehen, dass da jemand war. Ich dachte, ich bin alleine gefahren. Oha, Laura macht richtig smarten Move. Die will den Polizisten gerade richtig austricksen. Sehr stark. Warum nehmen Sie ein Auto von Shani Performance? Hab ich gar nicht. Aha, also wollen Sie Anwalt? Ja, ich bin Anwalt. Bringen Sie mich einfach ins Gefängnis. Ich schreife nur noch schlafen. Oh ja, Mann, ey. Kommen Sie mit. Leute, ich glaube, das war es jetzt auch gleich gewesen, wenn mich jetzt hier keiner rettet. Oh Mann, ey. Glauben Sie, mir macht es Spaß, sie festzunehmen, hä? Wer wobt denn da? Sag mal, was nicht. Ist das? Oha, ist das Auto. Leute, das ist Luft, also, stehen, ich muss das Auto deren. Ja, hier, ich bleib stehen. Aua, aua. Ey, okay. Wow. So, hier. Und jetzt Lofti, warte. Und los. Fahr, oh mein Gott, Lofti, du hast uns gerettet. Ich bin natürlich immer da, weißt du doch. Oha. Leute, habt ihr das gesehen? Lofti hat uns gerettet. Los, zu krass. Auto kostet doch 40 Millionen. Naja, gut. Kennst du jemanden, an dem wir es verkaufen können? Ich kenne Igor, der Mafia-Boss von der Russen. Oha, ja, dann verkaufen wir das an den. Leute, das war's gewesen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Checkt Loft in der Beschreibung ab. Wir sehen uns. Tschüss. Ja, läuft. Ja, Leute, ich würde das Video auch an der Stelle beenden. Ich hoffe, euch hat es mir gefallen. Gerne den Abo-Button und die Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Würde mich freuen. Gerne auch einen Daumen nach oben da lassen, Leute, würde mich ebenso freuen. Und gerne einen Kommentar da lassen für die nächsten Kommentar da lassen. Ihr wisst, ich lese mir den Kommentar immer gerne durch. Und da würde ich sagen, euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Video, Leute. Bye.